ich habe gerade festgestellt, ich war quasi die letzten 9 Folgen nicht hier. Ja. 5 Jahre waren es insgesamt. Richtig, Maxi? Ja, krass. Wow. Wie geht's denn euch? Ihr habt euch kaum verändert. Natürlich, ja. Aber auch nicht. Gut seht ihr aus. Dankeschön. Toll. Ich bin ja eigentlich schon lange wieder da, aber jetzt wird es erst wieder Zeit für Come On. Freue mich. Wir Come On auch. Macht immer Spaß, auf jeden Fall. Wobei die Vertretung war ja gut. Einmal waren wir ja quasi komplett, oder war ja die Crew komplett herrenlos. Ich weiß. Führerlos. Ja, weil ich meinen Reisepass vergessen hatte und dann schnell für genau, ging eigentlich relativ schnell. 2 Stunden hat es gedauert, dann hatte ich so einen vorläufigen Personalausweis. Gut. Ja. Für was hast du den gebraucht? Für den Trip? Für den Trip nach Warschau. Gut. Weil ich meine, innerhalb Europas darfst du natürlich ohne Reisepass reisen, aber du brauchst trotzdem einen Ausweis. Und da mein Reisepass mein einziger, ja, Ausweis ist, ja. Das ist bei mir übrigens auch so. Kostet übrigens 10 Euro nur. Echt? Also nur der vorläufige, der hält dann 3 Monate. Da kann man öfters mal. Darf man eigentlich führerlos noch sagen? Oder muss man das irgendwie entnazifizieren, das Wort? Na, das hast du jetzt damit ja auch gemacht. Das geht schon, oder? Das ist ein Führerschein von daher. Führer. Nein, nein, weil ich sagte, die Show war führerlos. Boah, Aufschrei, Führerschein, ja, muss geändert werden. Ja, Führerschein. Also, wer der Führerschein sagen kann, kann auch führerlos sagen. Mir ist es ja ähnlich gegangen, also mir ist ganz anders gegangen. Ich bin reingekommen, wusste nicht, dass Maxi weg war. Ins Büro jetzt? Genau, also, ja, an dem Tag, an dem Come On ohne Maxi stattfand, wegen des Reisepasses. Und bin da gesessen und dann wurde mir halt so ins Ohr geflüstert, so, Maxi ist nicht da. Und habe ich den George Bush 11. September gebaut. Dann bin ich halt da geguckt und habe 12 Minuten nur ins Leere gestarrt. Ja. Die lange Folge findet ihr demnächst. Ja. Ist halt super. Dann ja, das hat ja super geklappt. Ist ja alles. Heute, ja, sind wir nur zu dritt. Genau. Denn irgendwie sind alle eingespannt. Ja, ist ja zum Beispiel GameStar-Abgabe. Grüß dich! Toad ist da. GameStar-Abgabe, genau. GameStar-Abgabe, einige neue Videos stehen, glaube ich, an. Ja. Deswegen hat Michi auch zum Beispiel keine Zeit. Ja. Aber das macht gar nichts. Macht nichts. Ja. Eben, wir schaffen das auch zu dritt, denn ihr habt wieder viele Fragen gestellt. Und bevor wir auf die eingehen wollen, eine kurze Vorschau auf das, was in den nächsten Tagen und auch heute noch bei High Five ansteht. Denn, du hast es gerade schon angesprochen, ihr wart ja in Warschau auf einem Event zu The Witcher Dry. Und dort habt ihr nicht nur rumgeblödelt, sondern auch gefilmt. Und dazu gibt's heute was. Genau, und beim Filmen haben wir aber auch noch rumgeblödelt. Also ja. Ja. Tatsächlich, da bin ich richtig stolz drauf, dass wir sozusagen das erste deutsche Let's Play zeigen dürfen zu, super, The Witcher 3. Und das wird, glaube ich, so insgesamt, wir haben es diesmal aufgesplittet in 2 Videos. Das sind, glaube ich, insgesamt fast 40 Minuten. Super. Und Gott sei Dank auch in einer sehr guten Auflösung, denn da legen wir viel Wert drauf, ja, bei High Five. 1080p, 60 FPS Gameplay-Footage und, super, keine Angst, keine Spoiler. Ich habe mir nur die Nebenquests angeschaut, ja, also keine Story-Spoiler. Habe damit auch ein bisschen Blödsinn gebaut, ein bisschen Blödsinn mit Geralt gebaut. Ihr werdet das alles sehen. Bin gespannt, ja. Ja, ja, heute auf jeden Fall in 2 Videos und dann kommt ja noch was, aber erst später. Wie war das denn für dich, so als Let's Play-Dame zu agieren? Es war lustig, ich musste sogar 2 Aufnahmen machen, weil, okay, bei der ersten Aufnahme war ein RTL2-Moderator, nicht Moderator, sondern ein RTL2-Journalist im Raum. Mit in der Booth. Ja, genau, und hat mit aufgenommen. Aha. Für etwas, was ich jetzt noch nicht verraten darf. Wie? Aber es. Neues RTL2-Format oder was? Nee, nicht, nee, damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Ach, scheiß drauf, wir erzählen es einfach. Nein, es ist eher so eine Witcher Geheimsache, die, so, was mit uns, ach, zu tun hat, ach, beziehungsweise, so, mit mir. Und deswegen war er, ja, da. Und es war dann ganz komisch, weil er immer hinter mir rumgewurstelt ist. Ja. Und dann so hier und Nahaufnahme und wir. Und dann war der Marco da mit der Kamera. Und normalerweise so als Let's Player bist du ja eigentlich so alleine, sage, ja, ich jetzt mal eher, und, ja, hast deinen Spaß. Toll. Und dann habe ich gedacht, Maxi, so, boah, super, ja, aber dann habe ich gedacht, so, nee, das hat, war irgendwie nicht so geil. Und dann habe ich gefragt, ob ich nochmal eine Aufnahme machen darf. Ja. Und habe dann auch andere Sachen gespielt. Und dann ging es aber, weil du gefragt hast, wie es, ja, halt. Okay. Weil das Rumwuscheln hinter dir immer, das hat total abgelenkt. Das war irgendwie extrem komisch. Aber ich glaube ja, in diesem ganzen Let's Play-Segment steckt Potenzial. Also das könnte noch was Großes werden. Ich denke schon. Also es, oder ist es überschätzt? Es steckt ja noch so in den Kinderschuhen. Ja, ich denk jetzt gerade so mit nee, Gronkh und Pete Smith. Muss man sich jetzt mal dran gewöhnen. Ich finde es auch gut, dass wir einfach bei den Ersten sind, eben, die jetzt damit anfangen. Also ich glaube jetzt, du kannst Gronkh und Pete Smith, die sind so ein bisschen eher dran als wir. Ich glaube, die haben jetzt vorletzten Montag, ja, aber auch nur so ein bisschen. Ja, das eben. Schon, und wir sind halt da vorbei, auch wesentlich geübter. Und so. Ja. Also, kalte, ich bin ja auch mal daheim. Ne? Ja. The Hype is real. Ich freue mich drauf. Ja. Let's play das nächste große Ding demnächst auf High Five. Also heute. Ja. So. Dann aber Dienstag. Dann aber Dienstag. Gewohntes Format. Gibt es AAA. Genau, Community. Die besten Spiele von A bis Z. Gewählt von euch. Ich glaube, wir sind schon bei MNO oder ich glaube, das wäre morgen. Kann sein. Könnte sein, ja. LMN, oder? Müsste es sein? Nee. Nee, L hatten wir schon.
H-J-K-L, M-N-O. M-N-O, ja. Ja, M-N-O. Glaube ich. Genau. Not sure. M-N-O. Finde es übrigens toll, dass das immer noch so gut geschaut wird. Ja, überrascht mich hätte auch. Hätte erwartet, dass, dass das so ein bisschen einsackt. Ja gut, man merkt es schon so ein bisschen. Aber wobei auch die Beteiligung am Voting ja sehr hoch war. Insofern ja. Ist das ja... Nicht so hoch wie bei deinem Voting. Ist das ja, das ist krass. Und damit schlägst du eine schöne Brücke zum Mittwoch, ja. Zu Niotaku. Gewählt werden kann nämlich jetzt noch bis einschließlich Donnerstag. Oder, ja. Glaube ich. Donnerstag ist der 30. Mhm. Und ja. Am Freitag müsste dann ja, der 1. Mai sein. Richtig. Genau. Das heißt, wenn ihr euch da noch beteiligen wollt, wäre das toll. Die besten Anime-Serien von A bis Z werden gesucht und die Wahl bleibt euch überlassen. Einen Link zur Umfrage packen wir euch einfach mal in die Beschreibung. Vielleicht habt ihr noch Bock mitzumachen und tatsächlich haben inzwischen knapp 28.000 geil. Leute mitgevotet. Das ist schon toll. Und dann ist das schon auch repräsentativ, kann man sagen. Ja. Ja, mehr als repräsentativ. Stell dir mal 28.000 Leute in einem Raum vor. Das ist schon viel. In einem Raum. Wie viel passt in so einem Fußballstadion rein? Unterschiedlich. Auf dem Betze 50.000. Dann ist er aber wirklich, ist gestuhlt. Ja, aber mehr als die Hälfte ist das jetzt. Ja, das ist schon ziemlich gut. Das ist schon viel. Aber die 30 knackst du noch. Ja, es wird jetzt knapp, aber macht ja nichts. Do it. Also ich habe immer zu den Jungs, die mir bei dem Voting geholfen haben, gesagt, wenn wir über 25 sind, können wir später in der fertigen Format davon reden, dass knapp 30.000 Leute mitgemacht haben. So. Jetzt kannst du es tatsächlich sagen. Knapp 28.000. Ja, das geht. Das knackst du bestimmt. Ja, ich bin da sehr gespannt. Ja. Und auch die Community ist sehr gespannt, ob dann zum Schluss halt so die Mainstream-Titel des Rennens machen werden. Oder, da steckst du natürlich nicht drin. Ne? Ja. Oder ob dann auch so ein paar kleine Perlen dabei sind, aber dadurch, dass es ähnlich wie bei Fab Five quasi pro Buchstaben 5 Titel geben wird, die vorgestellt werden, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sich dann zumindest so auf den Plätzen 5, 4, 3 bestimmt auch kleinere Sachen tummeln, aber die Attack on Titans, Sword Art Online und One Pieces sind da bestimmt dabei. Also ich glaube, One Piece Stand jetzt ist sogar der Titel, für den am meisten gevotet wurde. Also ich glaube, allein für One Piece gibt es 10.000 abgegebene Stimmen oder so. Wow. Das ist schon krass. Ja, also da freue ich mich drauf. Das gibt es dann im Juli. Mhm. Mittwoch ganz normale Ninotaku-Folge. Donnerstag und auch Mittwoch, Stichwort Let's Play. Half-Life. Wir spielen am Mittwoch wahrscheinlich wieder von 15 bis 17 Uhr State of Decay, die HD-Variante auf der Xbox One. Das ist ein Zombie-Survival-Ding, was wieder lustig wird. Und am Donnerstag Assassin's Creed Chronicles China. Weil Chronicles ist jetzt so eine Trilogie, eine geplante. Diesmal in 2D statt in 3D. Das heißt, schauen wir mal, es spielt schon auf mehreren Ebenen, soll ganz interessant sein. Und das ist eben der erste Teil, der spielt in China. Eine weibliche Hauptdarstellerin, die ihr Handwerk bei Ezio Auditore gelernt hat. Den wir alle aus dem zweiten Teil. Der gute alte Ezio. Was hat der nicht gemacht? Ne? Ja. Ist ja mein Lieblingsassassine, muss ich sagen. Ja. Deiner nicht? Nee, du stehst auf den Edward Kenway. Hieß der so? Mhm. Das war der Pirat. Obwohl ich nicht mal auf Blondinen, sage ich schon, Blonde. Ja, schade, dass du nicht auf Blondinen stehst. Das ist so gut sein können. Auf Blonde stehe. Aber bei dem, ja. Ja, nice. Gut, dann sind wir schon fast durch. Freitag. Ja, warte. Stopp, halt. Halt, stopp. Donnerstag ist noch Fab Five. Genau, und die 5 heißesten Videospielblondinen. Ja. Präsentiert von Maxi Gräf. Nackt. Ich habe ja vor Kann man das so sagen? Ja, richtig. Ja. Doch. Toll. Ausgemacht. Nicht blond, aber grauhaarig, das ist halt wieder der Geralt. Und ich war ja dort vor Ort und habe auch gleichzeitig einen Five aufgenommen. Super. Mit exklusiven Infos von den Entwicklern, konnte die interviewen, also einen, auch auf Deutsch. Sind ja, aber nicht den Döhler. Nicht den Döhler, nee. Aber der springt bestimmt auch mal durchs Bild, der oder? Der springt später durchs Bild. Also nicht bei dem Five, aber bei einem anderen Video. Gut. Und Grüße. Weil die Hälfte des Quest-Teams von CD Projekt sind nämlich Deutsche. Und stimmt, deswegen konnten die uns da... Hatten wir die nicht sogar mal auf unserer Gamescom-Bühne? Kann sein, ja. Ja, ich glaube ja. Ja. Doch, ja. Das haben wir auch bald schon wieder. Ja. Der Ticketvorverkauf für unsere Gamescom-Bühne, für die Gamescom noch nicht, aber für unsere Gamescom-Bühne gibt es schon Tickets. Habe ich mir sagen lassen, Tagestickets, Gamescom-Bühne. Wochentickets. Ja, okay, wird gut. Cool. Freue mich drauf. Genau. Flo kommt auch mit dieses Jahr auf die Gamescom. Ja. Ja? Ja, hoffe ich doch zumindest. Ja, also wir sprechen auch drüber, aber wegen mir sehr gerne. Ja, wir müssen ja hier, Max und ich sind ja durch. Ja. Weißt du, wir sind ja durch, wir müssen jetzt mal hier die jungen, dynamischen, attraktiven neuen Mitarbeiter so ein bisschen featuren, weil wir machen das nicht mehr. Das geht nicht mehr. Also das schaffen wir auch nicht mehr. Das geht auch nicht mehr, oder? Ich bin zwar der Älteste auf der Couch, aber sagen, ja. Es ehrt mich. Gut. Wenn ich euch dann so ein bisschen in den Rollstuhl reinfahre, das wäre halt super. Ich sag mal so, ja. Hallo! Der Heider mit der Schläfst du wieder ein bisschen? Ja. Dann wische ich dir Sapper ab. Jetzt sind wir aber durch, oder? Nee, Freitag, Game News. News und Samstag halt dann eben. Ja.
noch das Backstage-Video zu dem. Also Mann! Dann ist aber Schluss mit Warschau, oder? Genau, weil ich habe halt alles aufgenommen, was ich die da erlebt habe. Ja, ist halt echt krass. Also man muss sagen, weil hast du den Wortspiel verstanden? Den Wortspiel? Nee, null. Die Warschau. Okay. Na, macht ja nichts. Schau wie Show. War ach so. Die Rundschau. Ja. Ja, war die war, ja. Ja, das liest sich besser, als es sich spricht, muss man sagen. Wie so vieles. Ja. Was habe ich jetzt gesagt? Nee, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass bei, da ist so viel draus geworden, weil es auch so viel hergegeben hat. Man muss sagen, es gibt zum Beispiel auch Studios, die nicht so interessant sind. Da ist wirklich vielleicht gerade mal so die Eingangshalle schön und der Rest ist eher so ein bisschen, oh, passt schon. Aber dort ist wirklich alles schön. Das ist unfassbar. Das musste ich einfach alles zeigen. Ja. Ja. Generell ist es ja meiner Meinung nach sowieso so ein bisschen weniger geworden mit diesen ausufernden Pressetrips, oder? Also ich habe so das Gefühl, vor 5-6 Jahren war das, da war gefühlt jede Woche irgendwie was in Las Vegas oder in Tokio. Das shiftet sich halt auf die YouTuber jetzt. Also ja, okay. Ich glaube, die veranstalten halt jetzt mehr eben für, sage ich mal, YouTube-Kanäle oder eben Let's Player und die Presse kriegt halt mehr so, okay, die Reste. Zwar, ja, die Reste futtern. Ja. Nee, halt das typische hier anspielen und zuerst zum Testen auf jeden Fall, aber so die Action gibt es, glaube ich, mehr auf diesen YouTuber-Events mittlerweile. Ja, okay. Ja. Ist halt eine Machtverteilung. Mhm. Die war aber abzusehen. Ist richtig. Wobei der geschätzte Gamester-Kollege Dimitri war neulich irgendwo. Bei dem Star Wars Anniversary in Anaheim. Und schrieb dann noch auf Facebook, ich kann von meinem Hotelzimmer aus auf Disneyland schauen. Wurde er da eingeladen, richtig auch, oder wie? Ja. Okay. Der wurde eingeladen. Und das muss fantastisch gewesen sein. Der hat sich auch so ein Baby AT-AT gekauft, so ein Walker. Mhm. Ach, den hat er tatsächlich gekauft. Hammer. Boah, ist ja ernst teuer. Wie teuer war der? Der war, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich hätte jetzt gesagt $80. Ach, Schmarrn. Ich dachte, der hätte jetzt irgendwie 300 oder so. Nee, also dann wäre es mal aufgefallen, wenn ich mir noch gedacht habe, boah, das ist relativ günstig. Gerade $1 umgerechnet ist dann auch nicht so schlimm. Super. Also es war doch erschwinglich. Cool. Denke ich, soweit ich weiß. Lass es, ich glaube so 80, vielleicht, lass es 130, lass es 480 gewesen sein. Nee, es waren maximal irgendwie so 130, ich dachte 80. Okay. Ist doch 80. Ja. Nee, aber ist auch völlig egal. Ja. Ist doch völlig egal. Ja, aber, wenn du mal da bist in Anaheim, dann kaufst du ihn dir. Vielleicht. Ja, klar, natürlich. Also es gibt ihn auch, die fetten Events. Und jetzt legen wir los mit das den Fragen. Das war eine Messe, das war denn das jetzt eben? Das war ein Haar. Bitte? Das war ein Haar. Das war aber lang. Ja, siehst du ja doch. Ja. Siehst du das nicht? Vier Haare, lange Haare, rosa Haare. Das war ein Achselhaar. Fettes High Five, ich habe eine Frage an euch in Bezug auf den Deutschen. Ist es die richtige Frage überhaupt? Ja, oben. Ja, E-Mail-Frage. E-Mail-Frage. Ich habe eine Frage an euch in Bezug auf den Deutschen Computerspielpreis. Ist doch eigentlich eine ganz große Veranstaltung, oder? Warum seid ihr eigentlich nicht hingefahren? Die Peets waren ja da. Macht weiter so. Thomas. Ja, der war letztes... Ich weiß auch nicht. Ich habe es vergessen, glaube ich. Nee, du warst ja im Urlaub. Ja, doch. Ich war im Urlaub. Genau. Und du? Wir? Was heißt denn du? Du hast deinen Reisepass vergessen? Ich habe meinen... Ja? Ich hatte eine eitrige Entzündung unter der Achsel. Da kann man es mal sehen. Aber es stimmt tatsächlich. Man muss jetzt mal sagen, der Computerspielpreis ist jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, wenn es um Veranstaltungen geht. Ja, stimmt. So, weil ich mein, also vergleicht man das mit dem, was Wargaming zum Beispiel macht, fällt es ganz schön hinten runter. Oder dieses Star Wars. Da spielt weder Offspring, noch gibt es AK-47 zum Rumballern. Kein Koks, keine Nutten und ich glaube nur so Plastik-Sandwich, oder? Ich weiß nicht, bei kein Koks war ich weg. Ja. Das Ende. Nee, ich weiß gar nicht. Ich meine, das ist leider auch, glaube ich, so ein bisschen der Fehler der also von jeder deutschen Veranstaltung. Ich glaube auch so zum Beispiel der Bambi und alles, ist alles recht trocken. Ja. Und ich glaube, der Deutsche Computerspielpreis fällt halt da drunter. Fräulein, ja, Bambi ist super. Ist aber trocken. Ja, aber super. Im Vergleich zu den Oscars zum Beispiel und sowas ist das halt einfach trocken. Ja. Trocken, aber super ist ja auch ein Wahnsinns-Slogan für Brot. Die Game Awards, die ja sonst auch mal stattfinden, die sind ja auch richtig lustig. Aber ich mag mich jetzt irren, aber war nicht Peschke und Heiko Klinge in der Jury? Nee, die das haben das doch boykottiert. Sind letztes Jahr zurückgetreten oder so, freiwillig. Weil? Gesagt, nee. Weißt du auch nicht mehr, weiß ich auch nicht mehr. Ich finde es jedenfalls trocken. Ich wäre hingefahren, wenn es irgendwas Lustiges geben würde. Da sind halt alles Leute in Anzügen. Und ich meine, die Gewinner haben... Aber du magst doch Männer in Anzügen. Mit Glatzen. Ja. Und Preisen. Ich mag auch Männer in Uniform. Ich mag auch Männer... Männer ausgezogen. Ich mag alle Männer. Was ist los, Jungs? Hä? Was? Also, ich würde hinfahren, wie gesagt, wenn was ich sagen wollte, zuerst erstmal, die haben das ja alle verdient. Die Preise, ja. Herzlichen Glückwunsch übrigens, genau. Thomas. Ja. Ah, nee, Thomas hat ja gar nicht gewonnen, aber die anderen. Da links, da. The Last Tinker zum Beispiel, eine deutsche Produktion, super. Habe ich damals auch auf der E3 gesehen.
Mimimi Productions genau. war das, genau. Gibt's alles in den Game News. Na eben, da brauchen wir gar nicht weiterreden. Das ist auch super, aber die Veranstaltung an sich ist halt... Und deswegen, ja. selbst obwohl sie in Deutschland ist, fahren wir zum Beispiel da auch nicht hin. Und ich glaube, da ist auch sonst kein anderer hingefahren. Ich wüsste jetzt nicht, ob von der Fachpresse oder oftmals von ist es ja anderen YouTubern, außer ja. Pete, eben bei ja. dem Laudatio hatten. Ja, es ist ja oft bei diesen Events auch so, dass das halt so Socializing-Veranstaltungen sind, zu denen man mal fährt, um mal wieder ein paar Hände zu schütteln. Mhm. Ja, wie die Gamescom-Party. Nur, dass es da nicht trocken ist, denn A, Rheinufer, B, Bier. Oder überleg mal unsere GameStars. Das war doch viel... Tja. Viel Wart besser. Nur der Siegesmund und ich haben das Budget für die nächsten 20 Veranstaltungen auf den Kopf gehauen, indem wir damals den Magier gebucht und den DeLorean gemietet haben. Aber das ist doch cool. Die waren super. Das war, jeden Cent wert. Ja, aber es war eine lustige Show. Und sowas, ja. wenn sowas zum Beispiel auf der richtig deutschlandweiten Verleihung von Computerspielpreisen. Das war auch immer das Feedback damals von den Leuten, die bei der GameStars-Verleihung waren. Da gaben sich ja die Branchengrößen die Klinke in die Hand und die haben dann auch immer gesagt, also im Vergleich zu euch, da stinkt die Lara und der Computerspielpreis ist alles ab. Ja, und das müsste man ein bisschen aufpolieren. Ja. Von euch war keiner jemals bei diesem deutschen, bei der Verleihung? Nee, ich hab Videos gesehen, ich habe immer die Artikel auch dazu gelesen. War aber auch, hab nie irgendwie, ich glaube, war nicht der Dings auch mal da sogar, der, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Bruce war schon mal Wayne. Der bei uns die News gemacht hat. Bruce Wayne. Das war Bruce Wayne. Der bei uns die News gemacht. Wo bei uns? Bei High Five? Ja. Bitte was? Er hat ihn auch vergessen, das ist endgeil. Soll ich es sagen? Achso, der David, hi. Ja. Maxi! Wer hat denn bei uns die News gemacht? Der das David lag bestimmt wieder besoffen unter irgendeinem Tisch dort, oder? Ich glaube, der war mal dort. Ja, der alte Stehbar. Grüße! Ganz ehrlich, ja. Und es liegt aber auch so ein bisschen an den Titeln. Also es dürfte, ich glaube, du konntest dort fünf... bei uns die News gemacht. Die Maxi. Da frage ich mich schon, noch Alkohol oder schon Wahnsinn bei dir? Nur Wassermelone zurzeit. Wassermelone, ja. Das stimmt eigentlich. Wassermelone. Da kommt demnächst was, glaube ich, bitte. Was war das jetzt? Was denn? Das Lied? Nee, weiß ich nicht. Achso. Gut. Ach. Also, langweilig. Veranstaltung langweilig, boring, deswegen. Der Staat soll einfach da mal ein bisschen mehr Geld reinbuttern, ja. damit da ein bisschen was passiert. Weil dann, ach, da passiert oder auch doch generell in unsere ganzen Publish-Entwickler. Also ja, das stimmt dann, das ist schon lame. So ein Crisis wird auch mal wieder Zeit, weißt du? Ein echt? Richtig cooles deutsches AAA-Produkt. Ja. Das ist ja eigentlich krass, wenn du sagst, das liegt nur an der Kohle. Du liest ja meistens erst das Ergebnis. Also du kriegst ja schon gar nicht mit, wenn du jetzt, keine Ahnung, jetzt mal ganz blöder Vergleich, Oscar-Verleihung oder halt schon wieder ein halbes Jahr vorher, das wird nominiert und das könnte sein und so. Und da sagst du, ach, die haben gewonnen. Ja gut, aber der Vergleich hinkt ja auch, oder? Aber der hinkt ja wohl überhaupt nicht. Naja, du kannst ja die Oscars nicht mit dem Deutschen Computerspielpreis vergleichen, oder? Also finde ich schon. Flo? Ja, aber wir waren ja wegen Oscars und Bambi. Wie lange war ich weg? Nein, aber oder von mir aus Bambis oder so. Du kriegst ja normalerweise, ich finde es halt immer krass, wenn du sagst, ach, die haben gewonnen. Ja, man ach, müsste das war mal ja schon wieder. Hype Train. Ja. Man müsste das halt mal. Mit Hashtags. Ja. Seelenloser Computerspieler. Nee, das war der Flaschenöffner. Ja. Seelenloser Flaschenöffner auf der Messe. Wenn der den Laudatio halten würde, zum Beispiel, sage ich dir, der würde so das Dach wegfliegen. Boah, ja. Da wärt ihr auch dabei. Oder schreibt es in die Kommentare. Wärt ihr dabei? Während der seelenlose Flaschenöffner die Laudatio hält. Boah, die Fliege, die größer ist als er. Ja. Boah, wahnsinnig. Hallo, gut. Ihr Flaschen! Und dann. Ja, und der wird auch so von so ein paar Stripperinnen reingebracht. Auf so einem Kissen. Voll geil. Da kommt er so hoch. Ja, von so. Boah, das könnte noch ganz von groß so werden. Korkenzieher geformten Korken. Ja, das ist so mit Bikinis. Super. Ich fände es geil. Gut. Nächste Frage kommt von Funny Goes to. Haben wir noch Zeit? Ja. Funny Goes to Wonderland. Was würdet ihr machen, wenn ihr in einer Mall eingesperrt sein würdet? Liebe Grüße aus Euthen. Wo ist Euthen denn? Ja, links von Euter. Ach. Link vor rechts? Euthen? Ja, ach so. Euthen? Ich weiß es nicht. Ist das irgendwo im Osten, Maxi? Kennst du das? Was? Nur weil der Name scheiße ist, heißt es doch nicht. Ja, es klingt so fast Osten, so schlimm wie Maxi. Ja. Sag's. Kennst du nicht jede Stadt im Böblenz. Osten, Maxi? Nee. Wie heißt's? Elsnitz. Elsnitz. Ist ja wohl ein super Name, Elsnitz. Ja, natürlich, das ist ein super Name. Ja. Schon. Also, da ist ein Ö drin. Kommt halt auf die Mall an, gell? Aber Mall ist halt generell, also gibt's alles. Also Einkaufszentrum. Ja. Also gehen wir so von einem richtig großen Down. Okay, in München haben wir das OEZ. Ah. Wir haben da werde ich übrigens immer so klaustrophobisch in dem OEZ. Das ist doch riesig. Ich finde das OEZ gar nicht so groß. Nee, und ich finde, da sind die Decken riesig. So niedrig. Da sind die Decken so schrecklich niedrig. Ja. Ich komme mir da immer so, vielleicht deswegen. Ja. Wie kommt das so? Ja, wirklich.
Warst du schon mal im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg? Nee. Das ist tatsächlich groß. Also es ist wirklich groß. Und da würdest du die Donau-Einkaufszentrum oder wie wir in München sagen, Schleckermarkt. Ja. Nein, das ist tatsächlich, ich glaube, das war sogar eines der ersten und größten überhaupt. Der Welt. Athletes. Ich sage jetzt mal der Welt. Ja. Ja. Nee, also mindestens ja. Der Oberpfalz. Nee, aber das ist, ich weiß nicht, ich finde das auch, ich dachte mir, wie riesig ist das Ding und dann war es gar nicht so toll. Ja. Also erdrückend. Aber gut, was würden wir machen? Aber ich bin großer Einkaufszentrum-Fan, muss ich sagen. Okay, aber da nee, musst auch du auch sagen, mit der Prämisse, jedes Geschäft ist offen. Ja. In einem Einkaufszentrum. Ja. Und am nächsten Tag gibt es keinen Ärger oder zumindest man ja, weiß gut. nicht, wer es war. Ja, gut, okay. Weil ja, das wäre ja sonst... Erstmal was essen. Ja. Es gibt doch in jedem Einkaufszentrum gibt's so eine Eisbude oder irgendwie so Pizza auf die Hand. Ja, Pizza, Mac, Nordsee, so. Metzger stimmt. Mit coolen geräucherten Würstchen. Ja. Fleisch. Hackepeter. Ja, Hackepeter. Hackepeter Bart. Ja, was macht man denn jetzt da? Also erstmal essen bis zum Umfall. Erstmal essen, dann erstmal aufs Klöchen. Und dann mal gucken, was so geht. Und dann erstmal schlafen. Ja. Warte mal, erstmal muss man sich irgendwo so einen Scooter oder irgendwas herholen, damit man... Weißt du, was ich meine? Ich würde mir was zu essen holen und würde mit dem Essen in den nächsten Mediamarkt oder Saturn, die es ja auch da meistens gibt, mich vor so einen riesen 8-Meter-Fernseher setzen. 3D. Genau. 10K. Und da erstmal meine Wurst essen und mir das so anschauen. Da laufen ja meistens irgendwelche Tierdokus oder Trailer. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dann einfach sagen, wenn dir das Programm nicht gefällt, die Wurst auf die Leinwand. Die Wurst auf die Leinwand. Buh! Und zur nächsten Leinwand gehen, weil die muss ja nicht putzen. Ich stelle mir gerade Nino mit so einem Papierkorb, mit so einem Lagerfeuer, da hat er sein Würstchen drüber, nackt. Und schaut doch mit diesem riesigen Mond. Ja, das ist ja der Hammer. Ja, ist schon gut. Aber ich glaube, da wäre relativ schnell die Luft auch raus, oder? Null. Oder wie lange nicht? Weißt du, was du alles machen kannst? Ja, was denn noch so? Also erstmal sag mir nur eine Sache, Max. Ja. Okay, in Juwelier rein, erstmal sich überhaupt mit Schmuck behängen und alles. Boah, wie ich dann die Maxi halt da rauslaufen sehe. Hallo, hallo, hallo. Kann ich nicht bling, bling, bling. Ich kann es kaum noch tragen. Ja. Ich habe ja meinen Scooter, ich muss da nicht laufen. Ach so. Im OEZ gibt es auch noch einen Lego-Shop, glaube ich, oder Neuperlacher Einkaufszentrum. Dort gibt es dann, boah, da würde ich mir auf jeden Fall die ganzen Sachen holen mit Simpsons. Ja, gibt es ein Bällchenbad auch? Nee. Kein Bällchenbad. Kein Bällchenbad. Aber es gibt so einen Shop, wo du dir diese Plüschtiere selbst ausstopfen kannst. Echt? Stuffed Bear oder irgendwie. Keine Ahnung. Stimmt, ja. Was soll das denn? Das ist total süß. Da gibt es tatsächlich, du gehst mit deinem Kind hin und das Kind kann sich praktisch die Außenhülle des Stofftiers aussuchen. Das kann ein Einhorn sein, ein Bär, eine Katze. Und dann gehst du zu der Dame, die dich bedient und dann gibt es so einen Füllautomaten. Und dann sagt die Dame so, mit was möchtest du denn dein Tier, mit wie viel Liebe möchtest du denn dein Kuscheltier ausstopfen? Dann kannst du es irgendwie entscheiden. Das ist aber schon pervers irgendwie, oder? Ja, aber es ist irgendwie ganz süß, weil das Kind erlebt es halt dann eben mit, wie so ein Leben eingehaucht wird. Ach so. Und ich glaube, du kannst sogar noch irgendwie... Die Haut abgezogen wird. Du kannst irgendwie noch bestimmen, was das Stofftier sagen kann nicht. Und das sind dann aber so übliche Füllmaterialien. Also man kann das jetzt mit M&M's irgendwie ausstopfen. Leber. Ach so, schon. Also so richtig mit Organen auch. Kacke. Stell es mal vor, ey. Oh. Hast du da so eine Fleischtheke, wo die ganzen Organe drin liegen? So, jetzt haben wir hier den kleinen Plüschi-Plüsch. Ja. Und da stopfen wir erstmal eine Leber rein. Und genau, und dann sagt das kleine Kind, um auch noch irgendwie sozialkritisch zu werden, ich möchte nicht, dass mein Stofftier eine Leber hat, weil mein Vater trinkt immer so viel. Ja, genau. Und ruckzuck hast du eine Klage am Hals, ja. Oh, das wär, aber was wäre denn in dem, ich hätte so gerne in dem Einkaufszentrum zusätzlich einen dicken Toys R Us. Weil dann wäre es halt richtig geil. Das gibt's. Ich finde der Toys R Us inzwischen leider so ein bisschen überschätzt. Das weiß ich nicht. Ich gehe wahnsinnig gerne in Spielzeugläden, aber ich glaube, ich habe das schon mal vor 100 Jahren im Come On gesagt. Ich finde ja, dass früher die Spielzeugläden einfach geiler waren. Einen Disney Store gab es mal in München, den gibt es zum Beispiel nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, gab es einen. Ja. Wo war der denn? Der war zwischen Marienplatz und Stachus und hatte in der Mitte ein riesen Kuscheltierhaus. Ja, genau, stimmt. Ich habe ganz viele Kuscheltiere da. Stimmt. Also ich war ewig nicht mehr in Toys R Us, aber früher, da haben wir noch die NES-Spiele und so geholt und Super Nintendo-Spiele und... Ja, das gibt's ja auch alles noch, aber ich finde gerade so, also für mich war halt immer am geilsten die Actionfiguren. Ja, ja. Und heute gibt's so wenig. Da gibt's dann halt meistens so die zu den großen, die Avengers und den Spider-Man zum Film, die dann irgendwie auch meistens doof sind. Ja. Aber früher, die Actionfiguren waren halt so viel geile, die ganzen Masters und halt die damaligen Turtles und... Auch Starcom, Dino Riders und der Transformers. Der ganze Kram, ey, voll geil. Und das finde ich so ein bisschen... Aber trotzdem Spielzeugladen natürlich super. Und da halt irgendwie, wir sind da früher mit so kleinen Tretrollern, gab es bei uns in Regensburg einen Toys R Us, der dann, die Rolltreppe war halt geglättet quasi ohne Stufen und da sind wir dann immer runtergefahren. Das ist gut, dann bis wir uns rausgeschmissen haben. Monster in my Pocket gab es auch noch. Monsters in my Pocket. Die habe ich immer noch daheim. Boah, die bin ich mal mit.
Voll geil. Das waren diese einfarbigen, genau, kleinen Gummifigürchen. Genau, da gab es dann auch ein Sticker-Album dazu. Wahnsinnig noch. Coole und Sachen. Auch ein NES-Spiel. Kennst du Mighty Max noch? Ja, natürlich, habe ich auch noch daheim. Im auch Keller, alles im Keller noch. Ja, ziemlich gut. Ui. Jetzt habe ich wieder Bock drauf. Und sowas gibt es gar nicht mehr? Polly Pocket gab es ja auch. Da war mal Mighty Max. So Polly, das war das Gegenstück für Jungs. Polly Pocket? Nein, Polly Pocket war für die Girls. Was würdet ihr dann sonst noch machen in der Mall? Also im Toys R Us würde ich gehen, ich würde mir auch was zu essen holen. Ich würde Fernsehschauen ist ein bisschen verschwendete Zeit, glaube ich. Das ist eine Nacht, oder? Ist das, oder was? Weil hier steht nur, wenn ihr in einer Mall eingesperrt sein würdet. Dann würde ich irgendwie vielleicht auch einen Schmarrn bauen, so. Keine Ahnung, irgendeine ganz lange Strecke einfach mit Seifenwasser nass machen und dann da durchsliden oder so. Und dann halt mit dem Kopf durch eine Glasscheibe verbluten, elendig, weil ja keiner da ist. Ja. So, und am nächsten Tag irgendwie richtigen Schmarrn halt machen. Ne? Ich glaube, ich würde mir im Globetrotter irgendwie so eine Schutzausrüstung holen, komplett, und dann mit einem Baseballschläger so wirklich alles kaputt hauen. Aber na, dann Max, bling, bling, ne? Ja, mit meinen Ketten. Ja, aber ich meine, alleine, du kannst dir da auch ein paar Trampolinen. Was ist denn der Plural von Trampolin? Trampoline? Trampolinis? Trampolade? Trampoline. Man kann sich auch die Mehrzahl von einem Trampolin holen und die dann irgendwo hinstellen und irgendwo dann aus dem ersten Stockwerk raufhüpfen. Das wird man wahrscheinlich nicht gut überleben, aber das wäre es wert. Mit Schutzkleidung? Also irgendwie muss man schon was Richtiges, was man sonst nie machen wird. Ja. Weil ich meine, vor einem großen Fernseher hocken ist schon cool nackt. Mit einem Bürstchen. Gut, aber das ist halt mein ganz normaler Dienstagabend. Ja, eben. Das ist ganz klassisch. Mit dem Papierkorb. Naja, ich denke, uns würde was Tolles einfallen, aber es wird wohl nie dazu kommen. Es gibt übrigens in New York ein spitzenklassiges Spielzeuggeschäft, das hat ein Riesenrad im Laden. Krass. Das ist direkt vorne am Times Square. Okay. Vorne am Times Square. Ja. Okay. Super. Wenn ich mal wieder da bin, dann schaue ich mal vorbei. War noch ich würde sagen, die nächste Frage machen wir direkt in die nächste Folge. Gut, da haben wir noch drei spannende Fragen für die nächste Folge. Heute gibt es nur zwei Folgen wahrscheinlich. Genau. Höchstens wir verplappern uns auch weiterhin so, dann werden es wieder drei. Denn heute kommt ja noch einiges auf Heifer. Genau, weil sonst, wir wollen ja auch nicht zuspammen mit 1 Million Videos, weil wir eben sonst dann auch 6 Videos hätten, glaube ich. Ja, fast. Gleich geht's weiter bei Come On! Heifer ansteht, denn du hast es gerade schon angesprochen, ihr wart ja in Warschau auf einem Event zu The Witcher Dry. Und dort habt ihr nicht nur rumgeblödelt, sondern auch gefilmt und dazu gibt's heute was. Genau, und beim Filmen haben wir aber auch noch rumgeblödelt. Also ja. Tatsächlich, da bin ich richtig stolz drauf, dass wir sozusagen das erste deutsche Let's Play zeigen dürfen zu Super. The Witcher 3. Und das wird, glaube ich, so insgesamt, wir haben es diesmal aufgesplittet in 2 Videos, das sind, glaube ich, insgesamt fast 40 Minuten. Super. Und Gott sei Dank auch in einer sehr guten Auflösung, denn da legen wir viel Wert drauf bei High Five. 1080p, 60 FPS Gameplay-Footage und Super. Keine Angst, keine Spoiler. Ich habe mir. Come on! Ich habe gerade festgestellt, ich war quasi die letzten 9 Folgen nicht hier. Ja. 5 Jahre waren das insgesamt. Richtig, Maxi? Ja, krass. Wow. Wie geht's denn euch? Habt euch kaum verändert. Tut dich aber auch nicht. Gut seht ihr aus. Dankeschön. Toll. Ich bin ja eigentlich schon lange wieder da, aber jetzt wird es erst wieder Zeit für Come On. Freue mich. Wir Come On auch. Macht immer Spaß, auf jeden Fall. Wobei die Vertretung war ja gut. Einmal waren wir ja quasi komplett, oder war ja die Crew komplett herrenlos. Ich weiß. Führerlos. Ja, weil ich meinen Reisepass vergessen hatte und dann schnell für genau, es ging eigentlich relativ schnell. 2 Stunden hat es gedauert, dann hatte ich so einen vorläufigen Personalausweis. Gut. Ja. Für was hast du den gebraucht? Für den Trip? Für den Trip nach Warschau. Gut. Weil ich meine, innerhalb Europas darfst du natürlich ohne Reisepass reisen, aber du brauchst trotzdem einen Ausweis. Und da mein Reisepass mein einziger Ausweis ist, Das ist bei mir übrigens auch so. Kostet übrigens 10 Euro nur. Echt? Also nur der vorläufige, der hält dann 3 Monate. Da kann man öfters mal. Darf man eigentlich führerlos noch sagen? Oder muss man das irgendwie entnazifizieren, das Wort? Na, das hast du jetzt damit ja auch gemacht. Das geht schon, oder? Das ist auch Führerschein von daher. Führer. Nein, weil ich sagte, die Show war führerlos. Boah, Aufschrei, Führerschein muss geändert werden. Ja, Führerschein. Also, wer der Führerschein sagen kann, kann auch führerlos sagen. Mir ist es ähnlich gegangen, also mir ist ganz anders gegangen. Ich bin reingekommen, wusste nicht, dass Maxi weg war. Ins Büro jetzt? Genau, also an dem Tag, an dem Come On ohne Maxi stattfand. Nur die Nebenquests angeschaut, also keine Story-Spoiler. Hab damit auch ein bisschen Blödsinn gebaut, ein bisschen Blödsinn mit Geralt gebaut. Ihr werdet das alles sehen. Bin gespannt, ja. Ja, heute auf jeden Fall in 2 Videos. Und dann kommt ja noch was, aber erst später. Wie war das denn für dich, so als Let's Play-Dame zu agieren? Es war lustig. Es
ich musste sogar zwei Aufnahmen machen, weil bei der ersten Aufnahme war ein RTL2-Moderator, nicht Moderator, sondern ein RTL2-Journalist im Raum. Mit in der Booth. Ja, genau, und hat mit aufgenommen. Für etwas, was ich jetzt noch nicht verraten darf. Wie? Aber es neues RTL2-Format oder was? Nee, damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Ach, scheiß drauf, wir erzählen. Und bin da gesessen und dann wurde mir halt so ins Ohr geflüstert, so Maxi ist nicht da. Und habe ich den George Bush 11. September gebaut. Dann bin ich halt da geguckt und habe 12 Minuten nur ins Leere gestarrt. Ja. Die lange Folge findet ihr demnächst. Ja. Ist halt super. Ja, das hat ja super geklappt. Ist ja alles. Heute ja, sind wir nur zu dritt. Genau. Denn irgendwie sind alle eingespannt. Ja, ist ja zum Beispiel GameStar-Abgabe. Grüß dich! Toad ist da. GameStar-Abgabe, genau. GameStar-Abgabe, einige neue Videos stehen, glaube ich, an. Ja. Deswegen hat Michi auch zum Beispiel keine Zeit. Ja. Aber das macht gar nichts. Macht nichts. Ja. Eben, wir schaffen das auch zu dritt, denn ihr habt wieder viele Fragen gestellt. Und bevor wir auf die eingehen wollen, eine kurze Vorschau auf das, was in den nächsten Tagen und auch heute noch bei HIV